Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So, wir haben im letzten Part die MK2 Robotertechnologie erforscht. Sagen wir mal, gute Roboterfortbewegungsrucksack, Roboterkraftverbesserung, keine Ahnung, was das bringt. Sensorenverbesserung, Gehirnverbesserung, Antrieb, Körper, neuer Roboter an sich, okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Wo macht man das eigentlich? Bauteilwerkbank dann, okay. Aber egal, mal das. Placebo. Medizinische Blutegel, Junge, Junge. Wo ist denn das Zeug? Ah ja, da haben wir sie. Kraftverbesserung, kann mehr in seinen Extremitäten halten. Hier steht nichts dabei. Okay, ist einfach nur stärker dann. Okay, passt. Gut, da hätten wir dann wohl neun besseren Roboter. Gut, fehlt uns nur das eine hier und dann haben wir den Zaun für unsere Baustelle fertig, für unseren Baubereich. Halt, hier kommt noch eins. Was ist hier? Da ist noch ein Baumstamm im Weg. Da haben wir noch eine Schaufel. Und machen besser hier unten noch ein Tor rein, damit wir da auch raus können. Schaufel ist eh schon hinüber. So, okay. Oh, die arbeiten hier jetzt brav mit Stein. Hier wird es auch mehr, das passt. Erledigt, passt. Oh shit, jetzt haben wir aber kein Torf mehr. Oh, und da haben wir keine Dings mehr. Hoppla. Hatten wir doch nicht genug. Hä? Doch. Hä? Warum oder das ist. Okay. Egal. So, Stück. Nein, komm her da. Gut. Der Zaun ist fertig. Dann werden wir aber noch mehr brauchen. Wir haben nämlich hier nichts. Sie hat noch keine Anzeige, wie viel wir brauchen, aber egal, dann sollen die halt einfach mal drauf losbauen. Fehlt uns Stein, dann holen wir Stein. Die sollen hier dabei bauen. Da brauchen wir dann Kurbel und quadratischer Rahmen. Das wird dann interessant zum Bauen. Braucht dann halt einen Boden. Oh, den können wir auch bauen lassen. Okay. Jupp. Jupp. Kann man gleich so machen. Okay, wir brauchen dringend noch einen Roboter zum Bauen mit Baumstämmen, weil sonst wird das hier nie fertig. Den hier, da wird er ja nur einen tragen können, nehme ich an. Und suchst dir dann eine Baustelle. Und zwar in diesem Schild. Und repeat. Na, wirklich schneller scheinen sie nicht zu sein.
Allerdings ist er schneller wieder losgefahren. Gut, das ist schon mal ganz gut. Zack, zack. Haben wir hier irgendwas anderes? Gute Werkbank. Haben wir da noch irgendwas anderes, was wir noch brauchen? Ne, da gibt es eine Fackel. So, wir schauen uns jetzt mal ihn hier an. Fangen wir mal von vorne an. Keine Ahnung, wo es da gegangen ist. Das ist so ein simpler Job. So. Dann nehmen wir mal eine Sense. Gras ab. Ich denke mal, das können wir dann anpflanzen einfach. Hoffe ich zumindest. Okay, das scheinen wir wirklich anpflanzen zu können. Und die müssen halt hier schauen, dass sie die Zäune weiterbauen. Und zwar schnell, wenn es geht. Mhm, ist gepflanzt. Wir halten die Sensor dort gleich mal in Bereitschaft. So, okay, die Gunst wird langsam weniger. Gott sei Dank. So, wie wir davon haben. Die machen hier weiter mit den... Okay, da brauchen wir auch eine... brauchen wir auch eine neue... ein neues Team. Deren Feld. Und... wir brauchen die Ernte. Und die sollen bitte mal aufhören, weil wir sind ja eh schon voller Beeren. Die Produktion ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das hatte ich früher so nicht. Blockhaus. Oh ja, da kommen dann neue Häuser für die Bros hier. Was uns dann potenziell noch mehr kommt. Als nächstes kommt dann natürlich die 100er Stufe. Ja? 100er Gunst. Wenn die hier weiterbauen, werden wir das Gras wieder ernten. Keine Ahnung, ob wir für das geschnittene Gras irgendeine Verwendung haben. Ich glaube aber nicht. Wo könnten das drin sein? Ja, hier ist es ja nicht. Hier. Kann geschnitten werden, wird wohl... ansonsten nirgends verwendet, oder? Warte, wie geht denn das? Irgendwie kann man doch auch auf das schauen, wofür es benutzt wird, oder nicht? Okay, egal. Was ist da oben wieder noch interessant? Weil das brauchen wir ja dann auch. Getreide. Ich weiß nicht, wie lange das zum Wachsen braucht. Auch die Frage, wird das damit wieder gepflanzt oder... oder wie geht das? Nö. Wie pflanzt man das an? Muss man das ausgraben oder... wie geht das? Benutze einen Stock oder drei. Ah, Stroh. Okay, ja, okay. Junge, Junge. Das heißt, das an sich brauchen wir so nicht, oder wie? Wir holen uns mal den Trash-Flick, weil wir brauchen so viele Roboter für all diese Handgriffe dann.
Das muss ja auch irgendwer machen. Dann aber keine Wildpflanze mehr. Das heißt, wir ernten das ganze Zeug hier mal. Oh, der Hase macht sich da gleich dran, oder was ist das? Schaf. Ist dir das Stroh lieber? Lieber als das frische Gras, oder was? Mir soll es recht sein. Dann können wir das Ganze zumindest verbrauchen. Das heißt, wir brauchen einen, der das erntet. Dann brauchen wir einen, der das Ganze, so wie es da liegt, gleich trischt. Junge. So, du gehst da jetzt einmal weg. Das heißt, wir werden hier rundherum dann auch. Soll mir recht sein, das Ding steht komplett auf Stroh. Wir werden mal diesen Bereich hier einzäunen. Ich weiß ja noch nicht, wie viel wir da brauchen dann. Aber wir brauchen mehr Tore auf jeden Fall. Genau, die müssen dann gedüngt, bestellt und bewässert werden einmal. Später irgendwann. Wachsen auch so, aber halt langsamer. Ne? Das heißt, wir können unseren Torfkumpel hierher schicken. Das wird auch gedroschen, oder? Ja, genau. Und bringt uns dann Kürbis. Das heißt, wir haben hier dann ein Feld für... Schau mal. So, Kumpel, du kommst jetzt her. Nee, komm her da. So. Wir machen hier ein Feld. Bloß nicht zu groß. Das genügt. Und da wird jetzt mal Torf abgebaut. Und daneben kommt dann ein Kürbisfeld. Ups. Den Platz machen hier. Und das lohnt sich dann eben auch, das dann später eben zu bewässern und alles. Das heißt, da kann man nur oben. Okay, das ist Meerwasser, ist weniger gut, aber hier haben wir Süßwasser, das können wir holen. Können wir hier schon umschalten auf bessere Roboter eigentlich? Ne, wir müssen die upgraden. Oh, warte mal, könnte man die einfach upgraden oder wie? Nö, und die auch nicht. Ne, okay, passt. Alles gut, alles gut. Das machen wir für uns. Okay, wir brauchen zwei Räder. Macht vier Bretter. Damit sind wir dann nämlich schneller unterwegs. Ups. Entschuldigung. Ich muss hier mal kurz her. Beachte mich gar nicht. Ah, der macht die Hämmer. Zwei Räder, drei Pfähle und ein Brett. Darf's gleich wieder her. Dankeschön. Nee. Hä? Wie verwende ich das Ding denn? Blockhaus.
100er Bevölkerungsgunst und Blockhaus. Blockhäuser müssen halt gebaut werden. Was? Ach so, das ist dann aber nur der Boden dafür, der Stroh braucht und das Haus muss dann drauf gebaut werden. Wie mache ich das denn? Hä? Ah, jetzt, okay, wir haben's. Damit bewegen wir uns nämlich schneller. Nee, 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 Moment, Moment. Nee, nee, nee. So. Unser Sammler. Komm her da. Hier. Und du legst es einfach hier ab. Dankeschön. Ah, da kommt die schon. Perfekt. So, jetzt wird das hinlegt, egal. Oh, wichtig ist, dass es nicht dahin legt, wo sein Bereich ist. So. Das ist halt ein Problem, wenn das hier hinlegt in seinen Suchbereich, weil dann macht das natürlich immer wieder. Okay, wie schauen wir hier aus? Wir haben hier wieder ein bisschen mehr. Okay, das sind mal nur die Tore. Mal hierher machen. Dann. Wo ist die Sense? Oh, die Sense ist hier oben. Ups. Ja, jetzt müssen wir mal selber ein bisschen arbeiten noch. Auch wenn wir später natürlich mehr Roboter einsetzen. So. Schnitzbank, die brauchen wir auch noch. Das hier brauchen wir. Bauteilwerkbank, einfache Roboterwerkbank. Ja, wo ist die? Ich dachte, es gäbe eine bessere. Wir können die upgraden können. Man bräuchte die Sense gar nicht fertig, man könnte es noch nur mit der Klinge schneiden, aber es geht halt so schneller und die Sense hält auch länger. So. Ah ja, auch hier werden wir natürlich ein Tor brauchen. Oh, haben wir schon. Haben wir ja schon. Mein Fehler. Die sind hier soweit fertig. Oh. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in die Gänge kommen, um einen Crafter zu machen für die Spitzhacken. Sonst gehen denen die, schon die Spitzhacken aus, da wartet eh schon einer dort. Oh, das ist mir gar nicht voll. Oh, jede Menge Bäume. Gut, da geht's jetzt, richtig ab. Roboter Nummer 32. Okay. Okay. Hierher. Nee. Hierher. Hierher. Nehmen, daran, repeat. Der ist hier brav dabei. Fertig gewachsen, glaube ich. Nee. Doch. Doch. Da geht's schon wieder. Ach, und die sind auch schon wieder fertig. Ein bisschen Kunst haben wir noch übrig. Jetzt müssen wir dann schauen, wie wir diese Dinge effizient gestalten. Wie beispielsweise, dass da wer das ganze Getreide nicht einsammelt, irgendwo lagert, nur um es dann, damit es wer andere wieder rausholt zum Dreschen.
schnellsten im Bauen. Aber wir kriegen schon ein paar Böden, immerhin. Und gut, wir können mal den... Okay, Dünger kommt ja hier. Den müssen wir uns dann halt sammeln später auch. Warte, nehmen wir gleich mit. Nehmen wir gleich mal mit zum Düngen hier. Ist die Frage, können wir das so düngen? Nö. Wie düngen wir das dann? Hm. Interessant. Bewässern probieren wir mal. Auch das muss dann einer machen, der die ganze Zeit Wasser holen geht. Natürlich, der Eimer geht dann auch kaputt irgendwann. Ah, bewässern können wir es aber. Und dann ist es leer. Also ist bewässert. Ah, das erhöht den Ertrag. Aber es wächst auch schneller offensichtlich, also ist es größer. Oh, das ist fertig. Perfekt. So. Das nächste Feld kommt hier drüben hin. Der hat das eh. Bis hierher und du hast 10 Reichweite, das passt. Gras ernten. Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich werde jetzt dann hier erstmal ein bisschen weiter arbeiten, damit wir auch ein bisschen Progress haben. Weil es wird jetzt dann langsam schon schwierig. Wir haben wirklich so viel auf der To-Do-Liste. Ich meine, alles eigentlich nur mal, um hier weiterzukommen, eben Blockhaus und so, aber dafür brauchen wir Stroh, das wir hier bekommen. Das ganze Graszeugs werden wir auch bekommen, werden wir auch brauchen für irgendwas und so. Deshalb werde ich da ein bisschen weitermachen, damit vielleicht dieses Feld schon mal fertig ist und das da oben ein bisschen, dass ein bisschen was weitergeht. Ein bisschen offscreen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!